Hallo und herzlich willkommen zum 14. Teil des Java Programmieren für Anfänger Tutorials. Und in diesem Tutorial werden wir uns um Conditional Operators kümmern. Und zwar funktionieren die folgendermaßen. Dazu müssen wir erst einmal eine Variable erzeugen. Ich nenne sie Alter und setze sie auf 25. Dann brauchen wir ein System-Out-Statement, also System-Print-Line. Und innerhalb dieses System-Print-Line können wir eine Art If-Else-Statement einfügen. Und das ist so klein, dass wir das direkt in den Parameter hier einfügen können, also sprich in diese runden Klammern einfügen können. Und das funktioniert folgendermaßen. Alter kleiner 18 ist jetzt unsere Abfrage. Und danach kommt ein Fragezeichen. Und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder diese Bedingung hier ist erfüllt oder sie ist nicht erfüllt. Und nach dem Fragezeichen schreiben wir, was passieren soll, wenn sie erfüllt ist. Und weil es sich hierbei um ein System-Out-Print-Line-Statement handelt, können wir hier direkt in Gänsefüßen eintragen, was wir ausgeben möchten. Also, wenn das Alter unter 18 ist, soll ausgegeben werden minderjährig. Und dann nach einem Doppelpunkt, also wir fügen hier einen Doppelpunkt ein, und danach kommt, was ausgegeben werden soll oder was passieren soll, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist. Also wenn das Alter nicht unter 18 ist, handelt es sich um einen Erwachsenen oder Erwachsenen. Und das ist im Prinzip schon unser konditioneller Operator. Also nun lassen wir das noch laufen und schauen, was passiert. Und es wird ausgegeben erwachsen. Also hier unten erwachsen. Also, und warum ist das so? Das liegt daran, dass wir hier diese Bedingung, also Alter kleiner 18, nicht erfüllt haben. Das ist einfach, ihr könnt euch das einfach hier so eigentlich direkt durchlesen. Also hier ist ein Fragezeichen, also handelt es sich um eine Frage. Und die Frage ist einfach nur, ist Alter kleiner 18? Also ist die Variable Alter kleiner als 18? Und wir sehen hier, wir haben sie mit 25 initialisiert. Das heißt, Alter ist nicht kleiner 18. Und dann, wenn diese Bedingung, also unsere Frage, wenn wir die mit Ja beantworten können, dann soll das, was nach dem Fragezeichen kommt, passieren. Und wenn wir sie mit Nein beantworten, dann soll das, was nach dem Doppelpunkt kommt, passieren. Und ihr dürft dieses Fragezeichen und den Doppelpunkt nicht vergessen. Also das ist ganz wichtig. Und das ist im Prinzip, was ein Conditional Operator ist. Also damit wäre es auch schon für dieses Tutorial. Und im nächsten Tutorial werden wir mehrere Klassen verwenden. Also bisher haben wir ja unsere eine Klasse hier, PyNutorials Class, Public, also Public Class PyNutorials. Und im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Klasse erzeugen und mit mehreren Klassen arbeiten. Und schaut es euch an, abonniert meinen Channel und bis dann, macht's gut.